Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, wie wir sehen, mal wieder drinnen. Und zwar geht es heute um etwas anderes. Es war schon angekündigt, aber es geht heute um meine DJI FPV-Brille. Weil irgendwie, weiß ich nicht, sah die nicht letztes Mal... Warte. Also wenn das... Das ist... Hä? Und der Comedy Award 2022 geht an mich. Wie man vielleicht erkennt, ich habe eine zweite DJI-Brille gekauft. Ich habe jetzt nicht einfach so random eine zweite DJI-Brille gekauft. Es hat doch etwas einen größeren Hintergrund. Den zeige ich euch jetzt mal kurz. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an die Videos vor ungefähr anderthalb Jahren erinnern, wo ich das erste Mal digital geflogen bin. Und das war mit diesem Copter und mit dieser EA-Sheen TX16S und ELRS. Und halt auch mit dieser DJI-Brille. Und wie man daraus vielleicht schließen kann, derjenige, für den ich das eingerichtet habe, der ist doch eher bei DJI zu Hause und meinte deswegen, dass er diesen FPV-Kram verkaufen will. Und dann dachte ich, hey, das ist ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, weil ich will eh eine andere Brille haben als meine, wegen dieser ganzen Probleme, die ich damit habe. Und deswegen habe ich jetzt das ganze Set gekauft. Okay, und dann fragt ihr euch wahrscheinlich, was unterscheidet jetzt diese DJI V2-Brille zu dieser, weil im Endeffekt sind es genau die gleichen Brillen. Sind es auch. Das Problem ist nur, auf meiner, naja gut, also es sind beides meine, aber auf meiner bisherigen DJI V2 Brille hatte ich eine relativ neue Software drauf gemacht. Das war ein bisschen dumm von mir. Ich wusste nicht, dass man die nicht updaten soll. Ich dachte mir, komm, mach einfach mal die neueste drauf. Ist sicherlich die beste. Ja, dumm gedacht. Mit der neuesten Software kann man nämlich nicht mehr das machen, was wir in diesem Video jetzt hier machen werden. Und zwar diese Brille routen und eine andere Software darauf installieren sozusagen, damit man das volle Betaflight OSD hat und allen möglichen anderen Kram. Nummer 2 ist halt, dass dieser Lüfter relativ hoch dreht. Ich habe es jetzt ein bisschen mit der Brille verglichen. Ja, es verhält sich doch relativ ähnlich. Gut, vielleicht bin ich einfach nur anderes gewöhnt von den analogen Brillen. Und Problem Nummer 3, was ich an der jetzt hier hatte, ist, dass auf dem linken Bild, auf der linken Linse, dieses Haar drauf ist oder dieser kleine Kratzer. Es ist jetzt nicht störend beim Fliegen, aber... Weiß ich nicht, also wenn will ich sowas perfekt haben. Deswegen, ich werde alles, was ich hier an Modifikationen habe, also jetzt das analoge Modul und die Antennen und sowas, werde ich alles auf die Brille hier übertragen und dann die ganzen, naja, normalen Sachen wieder auf die andere Brille zurückbauen. Und die hier werde ich dann verkaufen oder erstmal mit DJI schreiben und mal schauen, ob die irgendwie noch was sagen können. Mal schauen, keine Ahnung. Aber was wir jetzt erstmal machen werden, ist genau dieser Root bzw. Hack mit der neuen Brille oder alten Brille. Die ist nämlich sehr alt, was heißt sehr alt, aber es ist eine der ersten V2-Brillen, weil hier sind noch sehr alte Softwaren drauf. Was auf der einen Seite gut ist, weil man dann diese Hacks machen kann. Auf der anderen Seite bin ich auch etwas verwirrt, weil hier ist eine Version drauf, die so alt ist, dass die nie in diesen Tabellen überhaupt nur erwähnt wird. Das Ding ist, was man wissen muss, es gibt auf diesen Brillen zwei Softwares. Einmal die im DJI FPV-Modus, also die, die kompatibel ist mit der DJI FPV-Drohne und dem DJI-Controller und dem ganzen Kram. Und dann gibt es die zweite Software, das ist die DIY-Software, das ist also die, die wir benutzen, wenn wir das Ding mit einer Air-Unit benutzen. Und um herauszufinden, was das für eine Software jeweils ist, muss man in der Brille einmal in diesen jeweils anderen Modus rüber switchen und dann schauen, was das für eine Version ist. Das Ding ist, in dem FPV-Modus, der ja auch eigentlich relevant ist, da ist die richtige Version drin. Und in diesem Modus für die DJI FPV-Drohne, komischer Name, ich weiß, aber da ist eine sehr alte Version drauf. Und zwar ist da die Version 1.00.06.06 drauf. Und die wird in den ganzen Auflistungen hier gar nicht erwähnt. Ich zeige euch jetzt hier mal kurz so eine Auflistung von den Softwareversionen, die unterstützt sind. Das Ganze ist aus dem Video von MadsTech, da habe ich auch generell her, wie man das alles macht. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr noch mehr Informationen braucht. Ich versuche das Ganze hier nur so ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen sozusagen. Gut, und dann würde ich sagen, können wir auch direkt loslegen. Was wir brauchen, ist einmal ein USB-C-Kabel, um es mit dem PC zu verbinden. Und einmal eine Stromversorgung für die Brille. Ich benutze jetzt einen XT60-Akku und ein Adapterkabel halt einfach, weil das ein bisschen länger hält als dieser kleine DJI-Akku. Weil es kann etwas dauern, diese Software da drauf zu machen. Dauert jetzt keine halbe Stunde, aber 3-4 Minuten dauert das auf jeden Fall schon. Und gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Also als erstes einfach die Brille mit Strom versorgen. Natürlich wie immer einfach hier unten reinstecken. Wenn man jetzt einen XT60-Akku benutzt, muss man den natürlich nicht auch erst anmachen, weil der ist halt einfach an, da kommt einfach Strom durch. So, und wenn die Brille an ist, dann nehmen wir einfach mal ein USB-C-Kabel. Das andere Ende steckt schon im PC drin. Und dann schließen wir das einfach mal
an die Brille an. Was auch noch wichtig zu wissen ist, dieser Hack muss separat für die Brille und die Air Unit oder Vista gemacht werden. Deswegen, wir fangen jetzt an mit der Brille und danach kommen wir einmal zu der Air Unit von dem iFlight Titan und dann einmal zu der Vista von meinem selbstgebauten. Da haben wir beides als Beispiel einmal. So, und dann fangen wir mal an mit dem ganzen Root oder Hack auf dem PC. Ich habe jetzt hier mal die Seite auf Deutsch gestellt und die Seite heißt fpv.wtf. Das sind die Macher von diesem ganzen Root. Da müssen wir drauf gehen. Und dann klicken wir einmal hier unten auf Root. Das ist das, was wir als allererstes machen müssen. Und dann können wir einfach auf Gerät Rooten klicken. Da kommt vorher noch so eine Meldung, ob man was spenden möchte. Und ich würde auch vorschlagen, das zu tun. Einfach weil das unfassbare Arbeit ist, was die da geleistet haben. Und man kann das wirklich unterstützen, weil das ist komplett kostenlos alles. Und dann kommt hier auch schon CDC, Serial, bla bla bla. Drücken wir einmal verbinden. Und jetzt verbindet er sich, bildet die Software, flasht die Software auf die Brille, überprüft das Ganze und wie gesagt, das kann 3-4 Minuten dauern, deswegen einfach ein bisschen warten. So, und jetzt haben wir die Benachrichtigung bekommen, wir sollen das Gerät einmal ausschalten und wieder einschalten. Ich würde sagen, das machen wir auch mal. Wenn das so mit dem Root nicht beim ersten Mal funktionieren sollte, wie es das ja hier scheinbar auch nicht tut, dann ist das nicht so schlimm. Man kann einfach wieder das Ganze nochmal neu starten, alles ausmachen, alles wieder anmachen und den ganzen Root von vorne starten und dann sollte es wieder einwandfrei funktionieren. So, und jetzt habe ich noch ein, zwei Mal neu gestartet, hat leider etwas gedauert. Wie gesagt, kann sein, dass es mit der anderen Firmware, die ich da noch drauf habe, zusammenhängt, aber es hat funktioniert. Wie wir sehen, alles erledigt, Gerät wurde erfolgreich geroutet. So, was können wir also jetzt machen? Wir gehen mal wieder hier auf die Startseite zurück. So, ich habe mich jetzt nochmal kurz mit der Brille verbunden. Jetzt kommt hier ein kleiner Fehler. Und einen Knopf, mit dem wir es angeblich beheben können. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das einfach mal kurz. Und dann schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. So, und das hat scheinbar funktioniert. Und wie wir sehen, ist die Fehlermeldung weg. Also, jetzt kommt, wie gesagt, Schritt Nummer 2. Und zwar müssen wir jetzt WTFOS installieren. Das ist jetzt sozusagen, haben wir jetzt die Brille geroutet. Also die ist jetzt sozusagen offen von der Firmware. Und jetzt installieren wir diese neue Firmware, mit der wir halt diese ganzen Sachen möglich machen können. Deswegen einfach mal hier kurz draufklicken und dann auf Installieren, nochmal auf Installieren. Und das war's schon. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. So, das Ganze ist jetzt auch fertig. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder auf die Startseite und jetzt sehen wir noch eine neue Option und zwar den Paketmanager. Da klicken wir jetzt nochmal kurz drauf und hier haben wir jetzt die ganzen Pakete, die wir installieren können. Und das ist wirklich das Allercoolste, weil wir können jetzt unter anderem das volle Betaflight OS deinstallieren, aber auch viele, viele, viele andere Dinge. Was ich gehört habe, dass es scheinbar auch irgendwelche Einbindungen gibt für Spotify-Playlists und dass man eigene Startbilder da reinbauen kann. Und wie wir auch sehen hier, Fan-Control und weiß ich nicht was alles. Also es gibt wirklich extrem viele Möglichkeiten. Wir können ja sehen, wenn wir mal alle Quellen machen, ja, da gibt es einiges. Ja, also ich kann natürlich auch noch nicht alles davon so auswendig. Aber wir bleiben jetzt mal bei FPV, WTF. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist den MSP-OSD installieren. Das heißt, dass wir wirklich das volle OSD über Betaflight uns angucken können. Deswegen klicken wir einfach mal auf Installieren. Dauert natürlich jetzt wieder ein paar Sekunden. Und das sollte es dann auch eigentlich für die Brille schon mal gewesen sein. So, und das war's auch schon. Wie wir sehen, ist jetzt hier installiert, indem jetzt hier Entfernen steht und nicht mehr installieren. Den Rest lassen wir jetzt auch einfach mal so. Ich gehe einfach mal wieder auf die Startseite. Wie wir sehen, funktioniert immer noch alles. Alles okay. Das heißt, wir ziehen die Brille jetzt einfach mal vom USB hier wieder weg. Jetzt wird hier natürlich auch wieder angezeigt, dass wir nicht mehr verbunden sind. Dann können wir auch von der Brille erstmal den Strom wegnehmen. Und dann kommen wir jetzt dazu, die Vista und die Air Unit zu flashen. Bevor wir die jetzt routen, würde ich sagen, dass wir als allererstes mal die Software überprüfen. Dafür einfach ganz normal mit USB an den PC anschließen. Mein Tipp ist allerdings, erst mit Stromversorgung, dann USB anschließen, weil sonst kommt das manchmal nicht ganz anders Signal. Im Zweifelsfall einfach USB wieder rausziehen, bisschen warten, reinstecken und dann sollte es irgendwann ankommen. So, und ich habe jetzt hier am PC schon mal diesen DJI Assistant 2 aufgemacht und gerade jetzt USB hier angeschlossen mit der Air Unit. Dann sollte eigentlich jetzt gleich das Signal kommen. Tatsache, da ist es. Klicken wir einfach einmal drauf und schauen mal, welche Version da drauf ist. Und das ist nämlich jetzt genau das Gefährliche. Es kommt direkt eine Nachricht. Yo, hier Update, muss Update machen. Bloß nicht. Einfach direkt auf Cancel drücken. Alles zumachen und sehr gut, hier ist die 0606 drauf, das ist genau die Software, die wir wollen. Das Problem ist nämlich, wenn man auf die neueste hier upgradet, hat man die ganzen Optionen gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen,
weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen blöd. Sobald man auf die neueste Softwareversion geht, kann man nicht mehr die älteren sehen und nicht mehr auf die älteren downgraden. Zumindest momentan nicht. Da wird sicherlich irgendwann mal eine Lösung für geben. Momentan nicht. Was jetzt wichtig ist, wenn wir die Air-Unit routen, sollte die echt mit ein bisschen Luft versorgt werden, weil das kann ein bisschen dauern und wenn die ganze Zeit auf der Stelle steht, ist nicht so cool. Deswegen, ich habe jetzt hier so einen kleinen USB 5 Volt Lüfter, stecke ich jetzt einfach rein und versorge das Ding ein bisschen mit Luft, dass sie nicht allzu warm wird. So, dann können wir diesen DJI Assistant auch einfach schließen und auf der gleichen Seite einmal auf Root klicken, auf Gerät routen. Und dann schauen wir mal, jetzt kommt noch kein Gerät, dann ziehen wir USB einfach mal wieder raus, stecken es nochmal neu rein. Könnte sein, dass das noch mit dem DJI Assistant da zusammenhängt. Und Tatsache, jetzt ist direkt gekommen. Klicken wir einmal drauf, klicken wir einmal auf Verbinden. Und jetzt sieht das gleich wie bei der Brille, einfach ein bisschen warten. So, und der gleiche Prozess, jetzt steht es hier auch, Gerät wurde erfolgreich geroutet. Dann gehen wir einfach mal wieder auf die Startseite und verbinden uns nochmal kurz mit dem Gerät. Mal Verbinden klicken, tada. Wieder genau das gleiche, WTF OS auch einmal installieren, klicken wir wieder drauf und es geht jetzt genau das gleiche wie bei der Brille auch wieder los. So, nachdem das Ganze fertig ist, gehen wir wieder in den Paketmanager rein und hier installieren wir jetzt wieder erstmal das gleiche Paket, was wir auch gerade schon installiert haben, MSP OSD. Wieder einmal kurz auf Installieren klicken und wenn das durch ist, sind wir auch erstmal fertig mit dem ganzen Kram. Okay, dann würde ich sagen, können wir einfach hier wieder auf die Startseite gehen und stimmt auch noch wieder alles. Das heißt, wir können das Ganze jetzt erstmal hier vom PC rausziehen und die Verbindung ist weg, das ist ja auch richtig. Und jetzt müssen wir noch kurz was in Betaflight einstellen, damit das OSD auch richtig übermittelt wird. So, und jetzt in Betaflight angekommen, falls ihr noch nicht wisst, wie man sich mit Betaflight verbindet bzw. wie man Betaflight installiert, zeige ich euch das mal in einem anderen Video, verlinke ich euch mal da oben. So, jetzt müssen wir einmal nachschauen, unter welchem UART das an ist, also MSP an ist. Und wir sehen hier bei UART 2 ist das eingeschaltet. Das steht in dem Falle für die Air-Unit, die jetzt hier mit dem Copter verbunden ist. Die ist also an UART 2. Das müssen wir uns kurz merken. Dann gehen wir einmal in die Kommandozeile. Jetzt müssen wir hier 2 bzw. 3 Befehle eintippen. Nichts Wildes. Wir müssen einmal setOSD unterstrich Displayport Device, da kommt es schon, gleich und dann einmal MSP. So, das ist einmal durch. Dann noch einmal Set Displayport und das ist Displayport MSP Serial, das hier. So, und da wir gerade nachgeschaut haben, dass die Air-Unit hier auf dem UART 2 verbunden ist, würde man denken, man gibt jetzt hier 2 ein. Das ist allerdings nicht richtig. Man muss von der Zahl, die es ist, einen abziehen. Das heißt, wir geben hier 1 ein. Bisschen komisch, aber nehmen wir einfach mal so hin. So, das ist auch drin. Dann tippen wir mal Save, Enter. Damit speichert er die Einstellungen. Und das war es dann auch eigentlich schon in Betaflight. So, was ich jetzt nochmal kurz mache, schaue mir hier die OSD-Einstellungen an. Und hier sind jetzt sehr viele Dinge eingeblendet, die es bei DJI nicht gibt. Zum Beispiel die Link-Quality. Die Ampere gibt es soweit nicht, die Watt gibt es nicht, die Höhe gibt es, meine ich, auch nicht. Und das sind alles diese Sachen, die es im normalen DJI OSD nicht gibt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier einmal raus und schauen mal, ob das jetzt in der Brille ankommt. So, ich weiß nicht, wie gut das jetzt erkennbar ist, aber in der Brille unten rechts sehen wir immer noch das originale DJI OSD. Und hier sehen wir jetzt das komplette normale Betaflight OSD. Ganz normal mit den Satelliten da oben, der Richtung. Da oben haben wir jetzt auch die Link-Quality, die ja, ja sonst bei DJI gar nicht vorhanden ist. Die ganzen GPS-Sachen. Und ja, man muss natürlich das interne OSD jetzt wieder ausschalten, sonst wird das halt doppelt angezeigt. Aber wie wir sehen, das funktioniert alles. Aufnehmen kann man es leider noch nicht. Also über die DVR-Aufnahme, das ist natürlich auch noch so eine Funktion, die echt genial wäre, wenn die irgendwie noch funktionieren würde irgendwann. Aber ich bin schon so sehr glücklich, dass man das alles hier machen kann. Das ist schon wirklich eine enorme Erleichterung. Und ja, damit ist das Ganze erfolgreich abgeschlossen. So könnt ihr eure DJI V2 Brille komplett routen. Soweit ich weiß, geht das noch nicht mit der DJI Goggle 2 und mit der V1 auch nur so beschränkt. Aber der Prozess ist für diese ganzen anderen Sachen, wie jetzt auch eine Vista, genau der gleiche. Generell ist es auch nicht wirklich schwer. Es ist im Endeffekt das gleiche, wie jetzt Betaflight eine neue Software drauf machen. Also so vom Prinzip, das ist jetzt wirklich nichts allzu Komplexes. Und man hat jetzt das volle OSD und kann wirklich alle möglichen Sachen machen.
Ich werde mich jetzt noch ein bisschen damit beschäftigen, was es so alles für Möglichkeiten gibt, was man alles noch so daran rumbasteln kann und werde dann alle Sachen von meiner anderen Brille auf die hier übertragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.